Wir haben im Juni 1934 eine sehr komplexe und schwer überschaubare innenpolitische Situation. Wir haben den Konflikt zwischen SA und Parteiführung. Wir haben den Konflikt zwischen SA und Reichswehr. Es gibt innerhalb der SA schwere interne Spannungen und es gibt diese wachsende Opposition der Konservativen. Und in gewisser Weise muss man schon sagen, dass Hitler diesen Konflikt fast schon auf eine geniale Art und Weise gelöst hat, indem er nach außen hin den Hauptschlag zunächst einmal gegen die SA-Führung geführt hat, aber im Schatten dieses Schlages gleichzeitig eine ganze Reihe von Schlüsselfiguren aus dieser konservativen Szene hat ermorden lassen. Und die Reaktion war nun so, dass die Reichswehr sich befreit sah von diesem lastenden Druck durch die SA und man offensichtlich im konservativen Lager bereit war, diese Ermordung einiger Schlüsselfiguren hinzunehmen, weil man ja sich ebenfalls von der SA befreit sah. Also in gewisser Weise war diese Art und Weise, diesen Doppelschlag zu führen, schon ein sehr riskantes, aber auch ein von Hitler sehr gut durchdachtes Unternehmen. Es zeigt, dass er einen sehr gut entwickelten und starken politischen Instinkt besaß. Das eigentliche Verwunderliche an der Situation ist aber, mit welcher Bereitwilligkeit letzten Endes diese konservativen Führungszirkel bereit waren, eine solche kaltblütige, kaltschnäuzige, unmenschliche Politik hinzunehmen. Und dass sie ein Mann wie der Vizekanzler von Papen, dessen persönlicher Assistent gerade ermordet worden war, einfach weiter Hitler diente und dass die Generalität, nachdem ihre ehemaligen Kameraden Schleicher und von Bredow ermordet worden waren, einfach zur Tagesordnung überging.